Alexander, hallo. Ich bin von der Seite nanokultur.de und diesem sehr schnellen und kurzen Video geht es um D-Link Switch. Das ist der DGS 1005D. Wir haben ein ziemlich blödes Licht hier heute, sehr hell. Ich gehe mal in die andere Ecke, da kann man es besser sehen. Im Sofa ist das Licht nicht zu blendend. So, das ist besser. Okay, also das ist das DGS 1005D von D-Link. Richtig viel tun tut es nicht, dass ihr das über Gigabit betreiben könnt. Aber ich will es trotzdem vor die Kamera halten, weil ich damit sehr zufrieden bin. Ich brauche es im Moment nicht mehr. Früher hatte ich zwei PCs, mal links und mal rechts ein, mal noch ein Netzwerk, da war das ganz gut. Wenn du ein bisschen Daten über Gigabit drüber schaufelst, ich hatte auch mal so eine Netzwerkfestplatte, die war übrigens grauenhaft. Ja, Netzwerkfestplatten für mich kann ich gar nicht empfehlen. Ja. Lieber eine FireWire oder USB 3.0 externe Platte. Speed, aber NAS-System, so, die war übrigens auch da dran gewesen. Du kriegst hier wirklich die versprochene 1 Gigabit Leistung, also das Ding bremst nicht. Ist getestet mit meinem alten PC, der übrigens hier rumsteht, alt, ein Jahr alt, mit meinem älteren PC und noch einem anderen Gigabit-fähigen Gerät, also wirklich einwandfrei. Was auch sehr schön ist, ist ein 5-Port, das heißt, du kannst zum Beispiel bei einem einen die Fritzbox dranhängen. Und dann die anderen Geräte, die laufen über Gigabit, könnt ihr über Gigabit laufen lassen. Ich finde halt 4-Port ist immer so, naja, ist ruckzuck voll. Und 5-Port ist so ein gutes Mittelding für zu Hause, kannst immer was anschließen. Ist vom Preis her, kostet die Dinger auch nichts mehr. Ich würde lieber einen Gigabit-Port-Switch holen, als jetzt noch so einen kleinen 100-Mbit-Switch. So, das ist das Teil. Braucht auch nicht viel Strom, gemessen ungefähr 8 Watt, 5 bis 8 Watt Strom braucht er. So, Netzteil haben wir auch noch hier. Und das ist das Netzteil dazu und das ist das Ding selbst. Das ist die Rückseite und so sieht es eigentlich auch aus. Mehr, wie gesagt, Performance ist gut, läuft einwandfrei, blinkt. Hier vorne sieht man, wenn es blinkt, von vorne. Du kannst 5 Geräte anschließen, so sieht es von allen Seiten aus. Und das war's auch. Ich finde, Daumen nach oben. Und wenn das kurze Video dir gefallen hat, dann auch Daumen nach oben. Und ich packe einen Link zu Amazon unterhalb vom Video in die Description Area bei YouTube. Könnt ihr das Ganze nochmal angucken bei Amazon. Und dran denken, Kanal abonnieren. Finde ich immer ganz gut. Benutze ich selbst bei anderen Leuten. Bleibst up to date. Ja. Wenn ihr Fragen habt zu dem Ding, schreibt mal unten was drunter. Ach, hier hinten könnt ihr es noch an die Wand montieren. Noch zwei Schräubchen dran. Ja. Gut. Damit. Bye bye.